HTML und CSS eine CSS-Datei einbinden. Sie haben eine erste Webseite erstellt und veröffentlicht. Zugegeben, die Webseite hat noch wenig Inhalt und sieht nicht besonders ansprechend aus. Das wollen wir jetzt ändern. Jetzt lernen Sie, wie Sie mit CSS die Seite gestalten können. In einem späteren Teil werden wir mithilfe vom Bootstrap Framework noch mehr Style in die Webseite bringen. Die Aufteilung von Struktur und Style hat viele Vorteile, die wir noch sehen werden. Es ist nicht zwingend, aber meistens schreibt man HTML und CSS auch in separate Dateien. Eine CSS-Datei ist eine ganz normale Textdatei mit der Endung .css, die wir mit der HTML-Datei verknüpfen werden. Erstellen Sie also in Ihrem Portfolio-Ordner eine neue Datei. Rechtsklick in diesem Bereich, neue Datei. Wir geben der Datei den Namen main.css. Nun wechseln wir zur index.html-Datei und fügen innerhalb des Head-Elements ein Link-Element hinzu. Mit dem Link-Element können wir der HTML-Seite mitteilen, dass sie die CSS-Datei laden soll. Und zwar mit Link, dann rel, Stylesheet und href. Und jetzt kommt meine CSS-Datei. Und Tag schließen. Fügen Sie dieses Element im Head-Bereich ein. Dann sollte Ihr Code etwa so aussehen. Wichtig, damit das CSS gefunden wird, muss das href-Attribut genau auf die Datei verweisen. Das heißt auch, falls die Datei in einem Unterordner liegen würde, müsste dieser auch angegeben werden. Also zum Beispiel href Unterordner/main.css. Des Weiteren kann man CSS-Anweisungen mit einem Style-Attribut direkt an ein HTML-Element knüpfen. Oder man kann innerhalb des Head-Elements CSS-Anweisungen in einen Style-Tag schreiben.